Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Webinar Rojo Strahlenschutz Teil 2. Wir hatten ja Teil 1 bereits im Jänner, wo wir die Sichtweise des Ministeriums hier bei uns in Linz an Sie weitergeben durften. Heute beim Teil 2 möchte ich sehr herzlich die Frau Doktorin Sigrid Sperker und die Frau Ingenieurin Cornelia Leitner begrüßen. Sie sehen sie noch nicht, aber sie kommen dann bei ihrem jeweiligen Referat ins Bild. Beide vom Amt der Oberösterreichischen Landesregierung und Abteilung Umweltschutz. Wir sind schon sehr gespannt, wie es jetzt aus Landessicht zu diesem Thema Strahlenschutz und Radonschutzgesetz gesehen wird und besonders wie dann die weitere Vorgehensweise in der nächsten Zeit hier gestaltet werden wird. Mein Name ist Jürgen Neuhold, ich bin von der Wirtschaftskammer Oberösterreich vom Umweltservice. Ich darf Sie heute durchs Programm leiten. Und mein erster Punkt wäre, Sie darauf vorzubereiten, wie Sie den Chat bedienen. Und zwar, Sie haben auf der rechten Seite eine Leiste, wo Sie diesen Bedienpanel oder klicken können. Damit öffnet sich ein Fenster. Wenn Sie auf dieses Fenster klicken, können Sie unten dann im Fragenchat hier Ihre Fragen eingeben. Wir werden die Fragen, wenn Sie gleich zum Thema dazu passen, sofort stellen oder dann am Ende des Vortrages, damit Sie dann Ihre Antwort bekommen können. Falls die Fragen nicht beantwortet werden können, direkt werden wir sie dann an Sie weiterleiten nach dem Vortrag, beziehungsweise Sie können die Unterlagen des Vortrages und die Fragen auch dann nach einer gewissen Zeit online auf unserer Website einsehen können. Ja, da möchte ich nicht mehr länger die Zeit benutzen. Wir haben circa eine Stunde Zeit. Ja, in dieser Zeit werden wir durchkommen und möchte die Frau Doktorin Sperker bitten, mit ihrem Vortrag zu beginnen. Bitte schön. Ja, danke vielmals, Herr Diplom-Ingenieur. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Sie haben mich ja freundlicherweise schon vorgestellt. Möchte vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen. Wir sind im Land Oberösterreich beschäftigt, Frau Kollegin Leitner und ich in der Abteilung Umweltschutz. Wir sind sowohl Strahlenschutzbehörde, wir sind aber auch Sachverständige in Strahlenschutzverfahren und zusätzlich sind wir auch noch in der Umweltprüf- und Überwachungsstelle des Landes Oberösterreich integriert und dort sind wir akkreditiert für Strahlenmessungen betreffend den baulichen Strahlenschutz. Diese Konstruktion ist einzigartig in Österreich, wo alle Agenten betreffend Strahlenschutz in einer Abteilung zusammengefasst sind. Ich möchte ein bisschen etwas aus der vorigen Veranstaltung wiederholen, damit wir uns wieder da in das Thema hineinfinden. Und zwar, es geht um die Strahlenschutzgesetzgebung in Österreich. Diese wurde ja in letzter Zeit umfassend novelliert, und zwar um die Richtlinie 2013/59 Euratom umzusetzen. Und Sie sehen die neuen gesetzlichen Bestimmungen, die jetzt im Wesentlichen seit August 2020 in Kraft sind. Das ist das Strahlenschutzgesetz, das ist die allgemeine Strahlenschutzverordnung, das ist eine medizinische Strahlenschutzverordnung, die Sie vielleicht weniger kennen werden. Dann hat es gegeben eine Strahlenschutzverordnung für fliegendes Personal, die gibt es nicht mehr, weil diese Bestimmungen jetzt aufgegangen sind im Strahlenschutzgesetz und in der allgemeinen Strahlenschutzverordnung. Die Interventionsverordnung, die sie voraussichtlich nicht treffen wird, das betrifft die Behörden im Falle eines Kernkraftwerksunfalls und die dann zu treffenden Maßnahmen. Und eine wichtige Verordnung, die jetzt auf Sie zukommen wird, ist die Radonschutzverordnung, von der wir heute noch näher hören werden. Und wir werden da noch ins Detail gehen. Auch die Struktur des neuen Strahlenschutzgesetzes ist umfassend überarbeitet worden. Sie sehen rechts das Strahlenschutzgesetz alt. Das war praktisch schon ein Sammelsurium, ein bisschen wild aneinandergereihter Themen.
Es war schließlich ein Gesetz aus dem Jahre 1969 und war schon wirklich novellierungsbedürftig. Jetzt wurde die Struktur der Euratom-Richtlinie übernommen und man unterscheidet im Wesentlichen drei Szenarien, nämlich die geplanten Expositionssituationen, die bestehenden Expositionssituationen und die Notfallexpositionssituationen. Vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Geplant ist alles, was geplant werden kann, genau wie der Name schon sagt. Und zwar alle Tätigkeiten, zum Beispiel Umgang mit einer Röntgenanlage oder Umgang mit einer Strahlenquelle, alles, was auch bewilligungspflichtig ist in Österreich. Die bestehenden Expositionssituationen, da werden wir uns heute beschäftigen, speziell mit dem Thema Radon am Arbeitsplatz und Radon in Wohnungen und dann ganz einen kleinen Ausflug in die Radioaktivität in Baumaterialien. Notfallexpositionssituationen werden wir heute nicht für uns befassen. Das ist eben alles, was mit dem Notfallmanagement zu tun hat, beispielsweise bei einem Kernkraftwerksunfall. Sie sehen hier die durchschnittliche jährliche Strahlenexposition der österreichischen Bevölkerung und man sieht hier verschiedene Anteile an der Exposition und zwar die Größenordnungen. Sie sehen im blauen Bereich, das ist der Anteil, der durch die Anwendung ionisierender Strahlung und radioaktiver Stoffe in der Medizin zustande kommt. Das sind die vielen Anwendungen in der Radiologie, in der Strahlentherapie. Aber ein fast gleich großer Kuchen ist in grün gehalten und das ist jener Teil, der durch die Exposition durch Radon verursacht wird. Und aus diesem Grund ist es natürlich durchaus wichtig, dass wir uns mit diesem Anteil befassen. Woher kommt denn das Radon? Das Radon ist ein Gas und es entsteht aus Uran-238. Was Sie hier sehen, das ist die Uran-Zerfallsreihe. Uran ist ein Stoff, der überall in der Erdkruste noch aus der Erdentstehungsgeschichte vorhanden ist, nicht überall in gleicher Menge vorhanden ist und er ist radioaktiv und zerfällt mit einer sehr langen Halbwertszeit. Das heißt, wir haben noch immer Uran-238 im Boden, das nach wie vor zerfällt. Und Sie sehen hier an dieser Zerfallsreihe, dass eine Menge von Folgeprodukten gibt, die alle wieder radioaktiv sind, bis wir schließlich hier unten beim Blei 2006 landen, das dann ein stabiles Element darstellt. Und auf diesem Weg des Zerfalls ist Radon 222 in Rot gehalten und dieses Radon 222 ist eben ein Gas und aus diesem Grund hat es natürlich ein anderes Verhalten als all die Feststoffe, die wir vorher noch gesehen haben. Es ist eben ein radioaktives Edelgas, ist ein Folgeprodukt aus Uran 238, es ist unsichtbar, geschmack- und geruchlos, entweicht aus dem Boden und Sie sehen hier in der Darstellung, dass durch Spalten und Ritze im Untergrund eines Gebäudes es auch in das Gebäude eindringen kann. Und es reichert sich dann diese Zerfallsprodukte, wenn wir zurückgehen, Sie sehen nach dem Radon 222 gibt es noch eine Reihe von festen Zerfallsprodukten. Diese reichern sich dann in der Raumluft an. Im Freien selbst ist die Radonkonzentration nur gering. Jetzt, man sieht hier ein bisschen die Verteilung dargestellt. Im Freien haben wir beispielsweise 5 bis 10 Becquerel pro Kubikmeter haben wir zu erwarten. Im Erdboden selbst können es 10.000 bis 200.000 Becquerel pro Kubikmeter sein. Im Gebäude kann die Anreicherung, hier steht, von 200 bis 300 Becquerel pro Kubikmeter gehen, aber sie kann auch noch höher gehen. Das Radon und seine Zerfallsprodukte gelangen in die Lunge. Das Radon selbst ist aber nicht gefährlich, sondern es wird großenteils wieder ausgeatmet. Aber die radioaktiven Folgeprodukte, Polonium, Blei und Wismut, lagern sich dann in der Lunge ab und zerfallen dort, weil sie wieder radioaktive Nuklide sind. Und die dabei ausgesendete ionisierende Strahlung schädigt dann das direkt unmittelbar umgebende Lungengewebe. Was passiert dann? Dieser Zerfall und
im Lungengewebe selbst kann dann Lungenkrebs auslösen. Lungenkrebs durch Radon ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Die häufigste Ursache für Lungenkrebs ist natürlich nach wie vor das Rauchen. Der Radonschutz ist gesetzlich umgesetzt, und zwar, da haben wir ein bisschen die unangenehme oder weniger unangenehme Situation, dass die gesetzliche Umsetzung in mehreren Gesetzesmaterien erfolgt. Und zwar einerseits im Strahlenschutzgesetz, der Radonschutz bei Arbeitsplätzen mit der verpflichteten Messung in Radonschutzgebieten. Und was die Bautechnik betrifft, ist die gesetzliche Umsetzung in den jeweiligen Baugesetzgebungen der Länder erfolgt. Im Strahlenschutzgesetz ist einmal ein Referenzwert festgelegt worden zum Radonschutz. Was ist ein Referenzwert? Ist kein Grenzwert, sondern es ist ein Referenzwert, und Werte oberhalb dieses Referenzwertes, da gelten die Expositionen als unangemessen und es ist eine Optimierung vorzunehmen. Aber auch die Optimierung soll weitergehen unterhalb des Referenzwertes. Es ist kein strenger Grenzwert, aber es ist ein Richtwert, ab dem unbedingt Optimierungsmaßnahmen zu setzen sind. In weiterer Folge ist zum Radonschutz erfolgt die Festlegung von Radongebieten. Hier wird unterschieden zwischen Radonschutzgebieten. Das sind Gebiete, in denen mit erhöhten Radonkonzentrationen zu rechnen ist und an denen auch Schutzmaßnahmen an Arbeitsplätzen zu treffen sind. Und Radonvorsorgegebiete, das sind jene Gebiete, wo bei Gebäuden Vorsorgemaßnahmen zu treffen sind. Hier an der Österreich-Darstellung sieht man, Österreich ist ziemlich gut mit Radon bedient. Wir haben fast ganz Österreich als Radonvorsorgegebiet ausgewiesen. Das ist die orange Darstellung. Und in diesem Radonvorsorgegebiet sind bauliche Radonvorsorgemaßnahmen zu treffen, auf die dann die Frau Kollegin Leitner noch näher eingehen wird. Bei der zweiten Darstellung sieht man dann in Rot gehalten die Radonschutzgebiete. Hier sieht man deutlich die Konzentrierung beispielsweise im Granit- und Gneishochland, also im Müllviertel und im Waldviertel, in denen Uran eben vermehrt enthalten ist. Hier haben wir besonders viele Radonschutzgemeinden im Radonschutzgebiet in Oberösterreich, Niederösterreich, aber auch in Tirol. Da wir uns in Oberösterreich befinden, die Oberösterreich-Karte auch mit den Gemeinden, die direkt im Radonschutzgebiet dann gelegen sind. Und man sieht hier Bezirk Rohrbach, Bezirk Freistadt, Bezirk Urfahrumgebung und Bezirk Berg sind teilweise betroffen. Im Strahlenschutzgesetz ist die Verpflichtung für die Erhebung von Radonexpositionen an Arbeitsplatz festgelegt. Das betrifft verschiedenste Kategorien von Arbeitsplätzen. Es gibt Arbeitsplätze, an denen grundsätzlich mit einem erhöhten Auftreten von Radon zu rechnen ist. Und hier bei diesen Arbeitsplätzen muss grundsätzlich eine Radonmessung erfolgen. Das war auch bisher schon so, aber geregelt in der natürlichen Strahlenquellenverordnung. Das sind beispielsweise Wasserversorgungsbetriebe, also alle Betriebe zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Wasser, wo eben dann Radon aus dem Wasser in die Innenraumluft von Gebäuden entweichen könnte. Das sind natürlich alle untertägigen Arbeitsbereiche wie Bergwerke, Schächte und Stollen. Auch hier kann Radon vermehrt auftreten. Schaubergwerke und Höhlen und Radonkuranstalten und Radonkureinrichtungen. Weiters aber sind auch noch Radonexpositionsmessungen an Arbeitsplätzen vorzunehmen, die in Radonschutzgebieten liegen. Und gleichzeitig eine zweite
Eine zweite Bedingung, wenn sich diese Arbeitsplätze im Keller oder Erdgeschoss befinden. Das heißt konkret, Sie haben eine Verpflichtung, eine grundsätzliche Verpflichtung zur Radonmessung in Betrieben im Radonschutzgebiet und gleichzeitig muss erfüllt sein, dass sich diese Arbeitsplätze im Keller oder Erdgeschoss befinden. Dann besteht eine Verpflichtung zur Radonmessung durch eine ermächtigte Überwachungsstelle oder aber Sie können eine Ausnahme in Anspruch nehmen, da möchte ich auch noch genauer darauf eingehen, dann kann es sein, dass Sie von dieser Vermessverpflichtung ausgenommen sind. Frau Doktorin Spierker, wir haben eine Frage hereinbekommen zum Thema Arbeitsplätze. Es ist ja gerade durch die Corona-Krise jetzt vermehrt im Homeoffice gearbeitet worden und wird wahrscheinlich auch so weitergehen in manchen Bereichen. Und die Frage ist, inwieweit ist dann der Arbeitgeber jetzt verpflichtet, wenn jetzt jemand im Homeoffice arbeitet, die Räumlichkeiten des Arbeitnehmers dort auf Radon hin zu überprüfen? Diese Verpflichtung besteht nicht. Es ist eine der Ausnahmen, dass Arbeitsplätze in Privathaushalten von dieser Verpflichtung ausgenommen sind. Da komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Aber über diese Ausnahme ist das natürlich gewährleistet. Was die Meldung betrifft, das hat man damals noch bei Gesetzeswerdung natürlich noch nicht berücksichtigt. Covid war noch kein Thema bei Gesetzeswerdung, da müssen wir vielleicht ein bisschen nachschärfen, das müssen wir natürlich mit dem Ministerium gemeinsam dann noch einmal entsprechend beraten, wie wir hier vorgehen könnten. Da diese Folie ist leider etwas klein geraten, aber sie sollen den gesamten Verfahrensablauf widerspiegeln. Und wir beginnen links oben. Das ist die verpflichtende Messung der Radonkonzentration. Was passiert dann? Der Messwert langt ein und dann wird einmal gleich geprüft, liegt er ober- oder unterhalb des Referenzwertes. Liegen alle Messwerte in Ihrem Betrieb unterhalb des Referenzwertes von 300 Becquerel pro Kubikmeter, dann sind Sie Ihrer Verpflichtung nachgekommen. Sie haben keine weiteren Maßnahmen zu setzen. Liegt ein Messwert an einem Arbeitsplatz über den 300, über dem Referenzwert, dann sind Maßnahmen zur Reduktion der Radonkonzentration zu setzen. Und danach ist wieder eine Messung zu veranlassen, um den Erfolg dieser Maßnahmen zu überprüfen. Auch dann wird wieder geprüft, ober- oder unterhalb des Referenzwertes. Liegen Sie unterhalb des Referenzwertes, ist damit Ihre Verpflichtung erledigt. Oberhalb des Referenzwertes ist dann eine Dosisabschätzung vorzunehmen durch eine ermächtigte Überwachungsstelle. Wieso wird das gemacht? Und zwar gerade Homeoffice war jetzt Thema bei der letzten Frage. Diese Dosisabschätzung bezieht auch die Aufenthaltszeiten und Arbeitszeiten mit ein des Arbeitnehmers. Damit könnte, wenn beispielsweise nur jemand 20 Stunden arbeitet, dann ist natürlich der Dosis, die hier appliziert wird, erheblich geringer, also auf die Hälfte, als wie wenn jemand 40 Stunden arbeitet. Und darum diese Dosisabschätzung. Es wird dann geprüft, ob die Maßnahmen ausreichend sind. Und dann gibt es zwei Szenarien. Entweder ist die Dosis weniger als 6 Millisievert oder die Dosis übersteigt an einem Arbeitsplatz sogar 6 Millisievert. Bei unter 6 Millisievert sind im Betrieb gewisse Verpflichtungen nachzukommen. Das ist einmal die nachweisliche Information der betroffenen Personen, der betroffenen Arbeitnehmer. Und hierüber sind Aufzeichnungen zu führen. Das heißt, Sie müssen die entsprechenden Arbeitnehmer darüber aufklären, dass an Ihrem Arbeitsplatz eine erhöhte Radonexposition vorliegt. Bei Expositionen mit einer Dosis von größer als 6 Millisievert, dann werden die Verpflichtungen umfassender und zwar ähnlich wie bei strahlenexponierten Arbeitskräften. Das heißt, es muss der Arbeitnehmer einer laufenden Dosisermittlung unterzogen werden. Das ist mittels eines Dosimeters.
Es muss ein Radonschutzbeauftragter nominiert werden. Es müssen die betroffenen Arbeitnehmer unterwiesen werden und entsprechend das natürlich auch wieder aufgezeichnet werden. Und es müssen weitere Radonschutzmaßnahmen überlegt werden, um diesen Zustand doch auf längere Sicht dann zu beheben. Im Zuge dieses ganzen Prozesses bestehen noch ein paar Meldepflichten, auf die möchte ich vielleicht nicht genauer eingehen. Diese laufende Dosisermittlung bei 6 Millisievert hat laufend zu erfolgen. Ja. Bei dem Fall kleiner 6 Millisievert ist alle 5 Jahre eine erneute Dosisabschätzung zu veranlassen. Und dann würde dieser Prozess wieder im Kreis gehen. Wichtig ist zu erwähnen, dass bei relevanten Änderungen immer wieder von vorn zu beginnen ist, das heißt eine weitere Messung zu veranlassen, um eben die Auswirkung dieser Änderungen auch feststellen zu können. Wir haben zum Thema Messung 2 Fragen hereinbekommen. Die eine Frage lautet, besteht auch eine Messverpflichtung in Radonvorsorgegebieten? Nein, in jein. Ich habe vorher diese speziellen Arbeitsplätze hergezeigt, diese Wasserversorgungsanlagen, Bergwerke und so weiter. Da besteht eine Messverpflichtung auch in Radonvorsorgegebieten. Ja. Für die anderen Arbeitsplätze in den Radonschutzgebieten, die nicht zu diesen Kategorien gehören, da besteht nur in Radonschutzgebieten eine Vorsorge, eine Messverpflichtung. Die zweite Frage lautet, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich stelle sie einmal. Wissen Sie, ob die AUVA hier kostenlose Messungen anbietet? Weiß ich nicht. Ich nehme es aber nicht an. Soweit ich weiß, ist die AUVA nicht ermächtigte Messstelle. Die Ermächtigung aller Messstellen ist aber noch nicht erfolgt. Wenn die AUVA ermächtigte Messstelle wird, dann könnte sie auch Gratismessungen anbieten. Zurzeit wüsste ich davon nichts. Jetzt möchte ich kurz, was ich schon angekündigt habe, auf die Ausnahmen von der Messverpflichtung eingehen. Da ist gleich Punkt 1, die Arbeitsplätze befinden sich in einem Privathaushalt. Hier besteht keine Messverpflichtung. Am Arbeitsplatz halten sich die Arbeitskräfte nicht mehr als 10 Stunden pro Woche auf. Das heißt, bei Kurzzeitbeschäftigung mit weniger als 10 Stunden pro Woche besteht auch keine Messverpflichtung für diesen Arbeitsplatz. Und dann gibt es ein paar bauliche Ausnahmen, die auch noch gelten, wenn alle erdberührten Bauteile und Bauteilübergänge sowie alle Durchführungen und Durchbrüche gegen drückendes Wasser ausgeführt sind. Wenn das vorliegt, das ist beispielsweise dann, wenn der Grundwasserspiegel sehr hoch ist, dann könnte eine derartige Ausführung bei diesem Gebäude erforderlich gewesen sein. Und dann besteht auch eine Ausnahme von der Messverpflichtung, weil bei dieser Ausführung ist da auch eine radondichte Bauweise gegeben. Oder wenn eine Radon-Drainage eingebaut wurde in das Gebäude bereits. Oder aber, was häufiger vielleicht vorkommen wird, wenn die Arbeitsplätze durch ein dauerhaft zwangsdurchlüftetes Geschoss getrennt sind. Was kann ich mir darunter vorstellen? Beispielsweise eine Tiefgarage unter dem Gebäude. Dann besteht auch hier eine Ausnahme von der Messverpflichtung. Diese Ausnahme muss ich allerdings melden und sie kann in Anspruch genommen werden, wenn ich das bei der Behörde zur Kenntnis bringe. Und das hat über ein neu eingerichtetes Portal zu erfolgen. Und zwar, das ist im EDM eingerichtet. Und in diesem EDM muss ich mich als erstes einmal registrieren, damit überhaupt jemand weiß, okay, ja, das bin ich. Ja. Und dann könnte ich auf diesem Wege diese Ausnahme beantragen. Ich möchte jetzt hier nur kurz den Registrierungsprozess zeigen, wie er vor sich geht. Das ist bereits fast zur Gänze realisiert. Sie haben hier den Registrierungsantrag EDM-Portal anzuklicken. Dann sind natürlich die entsprechenden Daten für den Betrieb einzugeben mit allen näheren Angaben. Dann Angaben zur juristischen Person selbst
Und dann gibt es auch noch Angaben zu einer Kontaktperson, die hier einzugeben sind. Und dann ganz wichtig, im EDM sind ja auch noch andere Anwendungen hinterlegt, wie zum Beispiel Abfallanwendungen und, und. Und jetzt hier angekreuzt bei dem Pfeil mit der Nummer 6, jetzt hier die Verpflichtung zur Ermittlung der Radonexposition am Arbeitsplatz wäre anzugeben. Dann werden Sie in diesem System registriert und dann können Sie, muss ich noch mal kurz zurück, und dann könnten Sie dann mit dieser Nummer, Sie haben dann eine eigene GLN, eine Ausnahme beantragen. Die Bundesländer haben sich zusammengeschlossen und planen, diese Anwendung weiterzuentwickeln. Voraussichtlich wird sie Anfang nächsten Jahres dann in Betrieb gehen können. Und hier planen wir eine Vereinfachung. Vorgesehen ist, dass wir Ihnen dann einen Informationsbrief zuschicken mit einem Registrierungscode. Und mit diesem Registrierungscode werden Sie dann direkt in das System eingebucht und kommen gleich auf jene Seite, wo Sie Ihre Eingaben vornehmen können. Also Sie müssen hier nicht diesen Weg über das EDM gehen und dann sagen, okay, Sie wollen hier Ihre Verpflichtungen betreffend Radon bekannt geben, sondern hier würden Sie gleich an die richtige Stelle gelangen mit diesem Registrierungscode. Das würde dann so ausschauen. Sie sehen dann Ihre Daten und unten sehen Sie dann Ihre Standorte, Betriebsstandorte, die in den Radonschutzgebieten sind. Da steht jetzt, es besteht eine Messverpflichtung. Ja. Wenn Sie sehen, dass diese Angaben stimmen, dann würden Sie diesen Standort bestätigen und Sie sind entsprechend auch für diesen Standort registriert. Dann erscheint ein Fragebogen, wo Sie sofort abgefragt werden, ob eine Ausnahme bei Ihnen vorliegen könnte. Sie sehen hier dann noch die entsprechenden die Betriebe wie Wasserversorgungsanlagen und Bergwerke. Hier gibt es eigene Fragebögen, aber relevant für Betriebe in Radonschutzgebieten ist der letzte Fragebogen für alle anderen Arbeitsplätze. Dieser Fragebogen erscheint dann mit jenen Fragen, die ich vorher kurz skizziert habe. Dann wäre das entsprechende anzukreuzen und ganz unten selektierte Ausnahmen beantragen, können Sie dann Ihre Ausnahmen ganz einfach beantragen. Sie bekommen dann eine Meldung, okay, Ihre Ausnahmen wurden von der Behörde zur Kenntnis genommen und damit wäre für Sie dieser Prozess erledigt. Wie sieht das jetzt weiter aus, wenn Sie jetzt keine Ausnahme beantragen konnten? Dann müssen Sie eine Radonmessung vornehmen und dann würden Sie Folgendes in Ihrem System sehen. Und zwar, Sie sehen Ihre Angaben, unter Beschreibung sehen Sie den Standort, Sie sehen auch den Ansprechpersonen der zuständigen Behörde, Sie sehen, wer für Sie zuständig ist und wie Sie hier Kontakt aufnehmen können. Sie sehen, was als letztes passiert ist. Hier ist ein Messwert eingelangt und der Messwert liegt unterhalb des Referenzwertes. Das sehen Sie ganz rechts. Bei Radon steht kleiner 300. Sie sehen, dieser Messwert ist also unterhalb des Referenzwertes. Da Sie die Einzelwerte der Behörde bekannt geben sollen, werden Sie gebeten, den Messbericht hochzuladen, wo die Einzelwerte natürlich enthalten sind. Und wenn Sie das gemacht haben, dann werden Sie weiter gleich sehen, dass keine weiteren Maßnahmen für Sie erforderlich sind. Und es gibt auch einen Langtext, der noch beschreibt, okay, es wurde eine Messung durchgeführt und so weiter und Sie haben keine weiteren Maßnahmen durchzuführen, außer Sie nehmen entsprechende Änderungen vor, die radonrelevant sind, dann wäre eine erneute Messung zu beauftragen. Sie können auch in anderer Weise über dieses System mit uns in Kontakt treten. Es gibt da die Möglichkeit, im System Nachrichten zu generieren mit einer Art Outlook-Funktion, die dann direkt an die Behörde übermittelt werden. Und die Behörde würde dann wieder auf diesen Weg mit Ihnen antworten.
Wir haben wieder zwei Fragen hereinbekommen. Mhm. Und zwar eine Frage bezieht sich auf das EDIM-Portal. Wenn Standorte bereits eine GLN-Nummer haben, erhalten diese durch das Strahlenschutzgesetz oder durch den Strahlenschutz hier eine zusätzliche GLN? Ja, es wird eine zusätzliche GLN vergeben, und zwar für jeden einzelnen Radonstandort selbst. Wobei die ursprüngliche GLN bleibt bestehen. Das ist aber die GLN des Betriebes, und Sie bekommen dann für jeden Standort eine eigene GLN. Es könnte nämlich sein, Sie haben verschiedene Betriebsstandorte, und hier wie zum Beispiel der Rewe-Konzern, der natürlich eine einzige GLN voraussichtlich hat, aber unzählige Radonstandorte. Und für jeden Radonstandort wird eine eigene GLN vergeben, um auch hier eine eindeutige Identifizierung vornehmen zu können. Danke. Die zweite Frage lautet, sehe ich es richtig, dass jedes Homeoffice als Arbeitsplatz zu melden ist und für jeden Homeoffice-Arbeitsplatz eine Ausnahme zu beantragen ist? Das wäre laut jetziger gesetzlicher Lage ja. Ich habe es vorher schon ausgeführt, zum Zeitpunkt der Gesetzeswerdung war das noch nicht in Diskussion. Und das werden wir uns noch in dem nächsten halben Jahr ansehen müssen, wie wir hier vorgehen sollen. An sich haben wir nicht geplant, Radonstandorte in Privathaushalten zu generieren. Diese Ausnahme für Privathaushalte hat sich eigentlich bezogen auf Betriebe wie zum Beispiel Versicherungsunternehmen, die im eigenen Haushalt betrieben werden, oder kleinere Unternehmen, die von zu Hause aus irgendeinen Vertrieb haben, oder aber beispielsweise Physiotherapeuten oder Dinge dieser Art. Ja. Es war nicht gedacht für Homeoffice. Und jetzt hat uns die Situation hier überholt, und das Gesetz konnte jetzt in der Schnelle noch nicht angepasst werden. Da werden wir uns sicher was überlegen müssen. Wir werden mit dem Ministerium da eine gemeinsame Lösung finden und hier wirklich eine gute Lösung präsentieren können. Eine Registrierung des Privathaushaltes im EDM haben wir nicht vorgesehen, und das wollen wir auch entsprechend vermeiden. Ja. Auch von unserer Seite. Also wir werden Ihnen das aber in der Information natürlich mitteilen, wenn diese Information an die einzelnen Betriebe ergeht. Dann werden wir diesen Punkt aufnehmen, weil ich sehe, das ist ein Punkt, der Sie Ihnen unter den Nägeln brennt, und das werden wir sicher näher erläutern, wie oder wie da nicht vorzugehen ist. Dankeschön. Ja, hier noch ein paar Beispiele, wie das aussehen könnte, wenn ich dann eine Erstmessung veranlasst habe und mit einem Messwert von größer 300, also über dem Referenzwert, erhalten habe. Dann wären Radonschutzmaßnahmen erforderlich, diese sind umzusetzen, und dann ist auch eine entsprechende Kontrollmessung zu veranlassen, und in diesem Fall wird angenommen, dass bei der Kontrollmessung der Referenzwert unterschritten wird, und das sieht man dann in der letzten Zeile, dass Sie dann wieder angezeigt bekommen, keine weiteren Maßnahmen erforderlich, und damit wären Sie von Ihrer Verpflichtung entbunden. Es kann natürlich auch sein, dass Sie nach der Kontrollmessung noch immer den Referenzwert überschreiten, und hier ist der Fall präsentiert, dass dann die Dosisabschätzung einen Wert von kleiner als 6 Millisievert ergibt. Hier werden Sie aufgefordert, dann diesen Dosisabschätzungsbericht hochzuladen, und dann hat die Behörde etwas zu tun, sie hat diese Unterlagen zu sichten, und dann bekommen Sie die Rückmeldung, hier ist Ihr Akt gerade in Bearbeitung. Das sind so die ersten Ansichten. Ich möchte dazu sagen, das ist in Planung. Und das werden ungefähr diese Ansichten sein, die Sie dann im EDM sehen werden. Alle Langtexte werden Sie dann auch als PDF ausdrucken können, und wenn Sie das wollen, können Sie die auch dann entsprechend in Papierform ablegen,
und beispielsweise, wenn Sie das irgendjemand vorweisen möchten. Ja, mein zweites Kapitel ist die Radioaktivität in Baumaterialien, denen ich mir noch ein bisschen widmen möchte. Die Radioaktivität in Baumaterialien ist im Baurecht geregelt, und zwar über die OEB-Richtlinien. Die OEB-Richtlinien haben diesen Punkt aufgenommen und durch die verbindliche Erklärung wird das dann in die Baugesetzgebungen der Länder übertragen, verbindlich erklärt. Worum geht es hier? Hier möchte ich gleich den Text vielleicht direkt ausführen. Aufenthaltsräume sind so auszuführen, dass keine die Gesundheit der Benutzer gefährdende Gammastrahlung aus Bauprodukten auftritt. Der höchstzulässige Dosisleistungswert oder Dosiswert pro Jahr ist 1 Millisievert pro Jahr für die externe Exposition dann in den Aufenthaltsräumen, der durch Baumaterialien verursacht werden darf. Aha, das ist so. Wie kann ich das gewährleisten? Und zwar dann, wenn der Aktivitätskonzentrationsindex gemäß Anhang A dieser OEB-Richtlinie kleiner 1 ist, also diesen Wert 1 nicht überschreitet, dann ist für Bauprodukte diese Anforderung erfüllt und dann kann ich davon ausgehen, dass die Anforderung der höchstzulässigen Dosis von 1 Millisievert pro Jahr damit erfüllt ist. In der OEB-Richtlinie gibt es dann eine Liste von Materialien, die Gammastrahlung aussenden, sodass ich hier mal überhaupt weiß, wo überhaupt ich mit gammastrahlenden Nukliden zu rechnen haben, in welchen Materialien. Das sind zum Beispiel natürliche Materialien wie Alaunschiefer und alle Materialien vulkanischen Ursprungs, also Granite, Porphyre, Tuff, Lava und so weiter. Aber auch Materialien aus der Industrie können Gammastrahlen emittieren, wie zum Beispiel Flugasche, Phosphorgips, Rotschlamm und Rückstände aus der Stahlproduktion. Das wären die relevanten Materialien. Hier nochmal zurück zu dem Aktivitätsindex. So würde er berechnet werden. Hier finden Berücksichtigung speziell die Radionuklide Radium-226, dann Thorium-232 und auch noch Kalium-40. Und das wird hier so zusammengerechnet. Und dann muss eben dieser Aktivitätskonzentrationsindex kleiner 1 sein. Diese sind dann einmal grundsätzlich einmal geeignet, wenn dieser Aktivitätskonzentrationsindex eingehalten ist, dann sind das jedenfalls zulässige Bauprodukte. Ansonsten kann ich eine Dosisberechnung machen und den Nachweis erbringen, dass die Dosis pro Jahr 1 Millisievert nicht übersteigt. Dass diese Thematik nicht im gleichen Umfang relevant ist für den Dosisbeitrag, hat sich in dieser Studie gezeigt. Und zwar, wo am meisten gammastrahlende Nuklide enthalten sind, sind zum Beispiel in Graniten. Und aus diesem Grund hat man hier eine Studie von der AGES und die WKO hat hier mit diese Studie offensichtlich finanziert, um zu eruieren, wie weit hier Probleme auftreten könnten. Und es sind dann hier verschiedene Szenarien beispielsweise untersucht worden. Ein Granitfußboden, eine Granitwand, bis zum Extremfall alle Wände aus Granit und der Boden aus Granit, der Fußboden aus Granit. Und selbst unter diesem sehr unwahrscheinlichen Szenario ist dann dieses 1 Millisievert pro Jahr nicht überschritten worden, sodass wir sagen können, okay, mit bezüglich Radioaktivität aus Baumaterialien werden wir selten Probleme bekommen. Ich bedanke mich, ich bin bei dem Ende meiner Ausführungen angelangt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau Dr. Winsperger, herzlichen Dank.
für Ihre Ausführung. Ich denke, wir haben wieder mehr Klarheit bekommen diesbezüglich. Es ist ja nicht so, dass wir tagtäglich mit Radioaktivität unter Anführungszeichen zu tun haben und auch mit diesen Begriffen. Und da fällt es sicherlich nicht leicht, sich da hineinzudenken und auch dann die ganzen Punkte zu erledigen, damit man gesetzeskonform dann wieder für die Zukunft aufgestellt ist. Und um das noch anschaulicher zu machen, dann würde ich die Frau Ingenieurin Leitner bitten, mit ihrem Vortrag zu beginnen, mit Beispielen, wie es denn in der Praxis ausschauen kann, um solche Maßnahmen dann umzusetzen im Betrieb. Ja, danke für die Überleitung und auch von mir herzlich willkommen an diesem Nachmittag. In meinen circa 30 Minuten geht es jetzt um Rad- und Vorsorge- und Rad- und Schutzmaßnahmen. Und ich möchte ebenso wie die Frau Dr. Sperker noch einmal wiederholen, was vielleicht im vorhergehenden, also im letzten Tag am Nachmittag schon besprochen wurde und auch heute schon besprochen wurde, und beginne noch einmal mit der Oberösterreich-Karte zu den Rad- und Vorsorgegebieten und den Rad- und Schutzgebieten. Da wir ja in Oberösterreich sind, haben wir natürlich die Oberösterreich-Karte hier immer präsentiert. Ich möchte Sie aber darauf hinweisen, dass es eine Österreich-Karte gibt, eine interaktive Österreich-Karte, die Sie von zu Hause aus, vom Büro aus, überall dort, wo Sie Internetverbindung haben, aufrufen können, und Sie finden diese Karte unter geogis.agis.at. Sie haben den Link jetzt eh in den Unterlagen. Sie geben einfach, Sie sehen es links oben, die Postleitzahl oder den Ortsnamen Ihres Wohnsitzes oder Ihres Betriebes ein oder wo Sie gerade sich aufhalten, und Sie sehen, was Sie jetzt hier in dieser Zoom-Funktion rechts im Bild sehen, genau dann diese eine Gemeinde hier als Beispiel im Bezirk Christkirchen, die Gemeinde Natternbach. Sie sehen, diese Gemeinde liegt im Rad- und Vorsorgegebiet und ist kein Rad- und Schutzgebiet. Sie sehen dann unterhalb auch gleich, was Sie zu tun haben, zu welchen Maßnahmen Sie verpflichtet sind, eben zu Rad- und Vorsorgemaßnahmen bei Neubauten und Generalsanierungen. Wie im vorigen Termin von Herrn Dr. Ringer auch schon näher beschrieben wurden, wie wird Radon gemessen, also die Messmethoden für Radon. Ich möchte hier noch einmal ganz kurz darauf eingehen, da vielleicht die eine oder andere Fragestellung nicht mehr beantwortet wurde oder in der Zwischenzeit aufgetaucht ist. Es gibt verschiedene Messmethoden, um Radon zu messen. Für den Vergleich mit dem Referenzwert von 300 Becquerel ist eine Langzeitmessung, die in der Regel 6 Monate dauert, durchzuführen, und diese Messung wird mit passiven Messgeräten, wie Sie rechts unten im Bild sehen, mit so kleinen Messdosen, die meistens nicht größer sind wie die alten Filmdosen, die Sie noch kennen von den analogen Fotoapparaten, die dann einfach in den Wohnungen oder in den Arbeitsräumen aufgestellt werden. Sie verbleiben dann dort ein halbes Jahr und werden dann von der ermächtigten Überwachungsstelle ausgewertet. In der Grafik sehen Sie diesen Mittelwert dann als strichlierte Linie. Hier wird nicht berücksichtigt, wann diese Radonkonzentrationen, vielleicht diese Höchstwerte gemessen wurden, sondern es wird daraus ein Mittelwert errechnet. Diese Messdosen funktionieren so, dass Sie ein Kunststoffplättchen haben, wo Sie diese Radonzerfallsprodukte quasi durch diese Strahlung kleine Löcher machen, und diese Löcher werden dann in einem speziellen Verfahren ausgezählt, und so kommt man dann zu diesem Mittelwert. In der Sanierung oder bei den Radonschutzmaßnahmen ist es oft notwendig, dass man noch näher anschaut, wo tritt denn genau die höchste Konzentration von Radon auf, und dazu gibt es zeitauflösende Messgeräte, wie Sie links unten im Bild sehen, die wirklich eingestellt werden können auf 10-Minuten-Mittelwerte, auf Stunden-Mittelwerte, und dann mit dem Datum und der Uhrzeit diese Messwerte aufsehen. Und da sieht man eben dann diesen Verlauf mit den Spitzen der Radonkonzentrationen. Diese Messgeräte werden eben, wie gesagt, entweder eingesetzt, wenn man relativ rasch einen Messwert braucht, weil vermutet wird, dass dort erhöhte Konzentrationen auftreten, oder dann in der Sanierung,
auch um zu überprüfen, hat die Sanierungsmaßnahme, war die erfolgreich oder war sie noch nicht erfolgreich. Diese, ich nenne sie jetzt einmal Kurzzeitmessungen, die wir da in der Sanierung oder die in der Sanierung durchgeführt werden, sind nicht heranzuziehen zum Vergleich mit dem Referenzwert. Dazu ist immer diese Langzeitmessung von der ermächtigten Überwachungsstelle heranzuziehen. Diese Messungen mit diesen Messdosen gibt es natürlich auch für Privathaushalte und nicht nur für Arbeitsplätze. Also jeder kann bei einer Messstelle diese Radonmessung beauftragen. Sie kostet im Schnitt 20 Euro exklusive pro Messdose und man kann dann 2, 3 oder 4 Messdosen beim Institut bestellen. Wichtig ist immer, dass man alle Bewohner und Bewohnerinnen des Gebäudes oder der Wohnung informiert, was diese Dose für einen Sinn hat und warum die hier steht. Man soll sie auch nicht umstellen, sondern wirklich in diesem Raum an dieser Messstelle stehen lassen. Sonst hat man nämlich einen gemischten Wert und man weiß wieder nicht genau, wie der Mittelwert in meinem Wohnzimmer oder in meinem Schlafzimmer, sondern nur über das gesamte Haus dann. Wichtig ist auch, dass man eventuelle externe Besucher, die regelmäßig im Haus sind und nicht nur die Familienmitglieder informiert, nicht, dass diese vielleicht versehentlich entsorgt werden und nicht mehr auftauchen. Diese Vorsorgemaßnahmen und die Radonschutzmaßnahmen, auf die ich jetzt noch eingehen werde, sind ebenso wie die Radioaktivität aus Baumaterialien in der OEB-Richtlinie 3 festgeschrieben und die sind in Oberösterreich seit 2020 ins oberösterreichische Baurecht übernommen worden und somit als verbindlich erklärt. Wo sind überall Vorsorgemaßnahmen zu treffen? Also noch einmal in ganz Oberösterreich mit Ausnahme vom Bezirk Ried, der ja als kein Radongebiet festgelegt wurde, sind Radonvorsorgemaßnahmen zu treffen. Und speziell heißt es hier in der OEB-3-Richtlinie, dass Gebäude mit Aufenthaltsräumen in Radonvorsorgegebieten und Radonschutzgebieten so auszuführen sind, dass die Gesundheit der Benutzer gefährdenden Radoneintritt aus dem Untergrund verhindert wird. Und dazu, dieses gilt halt als erfüllt, wenn der Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter unterschritten wird. Es ist dann in der OEB-Richtlinie auch noch, gibt es noch die Begriffsbestimmungen, was ist ein Aufenthaltsraum? Und das ist eben ein Raum, der zu länger dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt ist, zum Beispiel Wohn- und Schlafräume, Wohnküchen, Arbeitsräume, Unterrichtsräume. Laut OEB-Richtlinien zählen dazu nicht Badezimmer und Toiletten, wobei das jetzt in der ÖNORM, die Sie auch hier unten sehen, in der ÖNORM S5280 Teil 2 noch einmal spezialisiert wird. Es gelten Arbeitsräume, es gelten Aufenthaltsräume dann als zu schützenden Raum, wenn man sich dort in der Regel 10 bis 15 Wochenstunden aufhält. Eine Frage dazu stellen, die ganz gut dazu passt. Muss eine Messung auch in Nebenräumen wie zum Beispiel Lagerräumen, Archiven oder Ähnlichem durchgeführt werden oder nur an ständigen Arbeitsplätzen? Das ist mit der Aufenthaltsdauer geregelt. Also wenn dort die Aufenthaltsdauer länger als 10 Stunden pro Woche ist, pro Arbeitnehmer, pro Arbeitnehmerin, dann sind dort natürlich auch Messungen durchzuführen. Dankeschön. In der ÖNORM S5280 Teil 2, die dann heißt bautechnische Vorsorgemaßnahmen bei Gebäuden, sind eben Beispiele angeführt, die man ausführen soll in Neubauten und Generalsanierungen. Wobei ich dazu sagen möchte, dass diese ÖNORM gerade in Überarbeitung ist. Speziell betrifft es natürlich dieses neue Wording von den Radonpotenzialklassen in die neuen Radongebiete, also Radonvorsorgegebiete und Radonschutzgebiete. Wesentlich an den bautechnischen Maßnahmen, Vorsorgemaßnahmen hat sich nichts geändert, da die bautechnischen Bereiche ja gleich geblieben sind. Ich habe Ihnen hier in der nächsten Folie noch konkrete Beispiele
aus dieser ÖNORM auch und aus der Praxis mitgenommen. Es gilt generell, erdberührte Bauteile konvektionsdicht auszuführen, beispielhaft indem man eine weiße Wanne oder eine schwarze Wanne ausführt oder die Fundamentplatte mit mindestens einer Stärke von 20 cm hat. Dieses gilt momentan noch bis 200 Quadratmeter durchgehende Fundamentplatte. Also in diesem Bereich wird sich in der neuen ÖNORM, die aber noch nicht gültig ist, die ist noch in der Begutachtungsphase, wird sich wahrscheinlich was tun, dass die 200 Quadratmeter vergrößert werden. Es sind dann Abdichtungsmaßnahmen zwischen dem Keller und dem Aufenthaltsbereich zu machen, zum Beispiel, dass man hier die Kellerräume abtrennt mit einer dichten Ausführung der Tür, damit dort, wenn Radon im Keller ist, diese nicht in den Aufenthaltsbereich kommen. Dies gilt aber nur, sofern keine erdberührten Aufenthaltsräume geplant sind. Also wenn ich im Keller oder im erdberührten Bereich im Erdgeschoss hier Aufenthaltsräume habe, die definitionsgemäß dann wieder mit der Aufenthaltsdauer zu regeln sind, dann sind natürlich auch hier diese konvektionsdichten Ausführungen zu machen. Es sind alle Durchführungen und alle Kanal- und Installationsschächte abzudichten und hier auf eine fachgerechte Abdichtung ist unbedingt zu schauen, da wir aus der Praxis sehen, dass hier eigentlich sehr oft irgendwas schief geht und wir dann erhöhte Radonwerte feststellen. Das betrifft eben Installationskanäle, Wasserabwurfschächte sind hier auch anzuführen und nicht zu vernachlässigen und Leitungen für Wasser, Strom und Heizung. Alles, was durch die Kellerdecke oder durch die Bodendecke von außen in den Aufenthaltsbereich geführt wird. Und ein Beispiel, was vor allem in den Radonschutzgebieten auch sehr zu empfehlen ist, ist die sogenannte Radondrainage. Viele von Ihnen haben vielleicht dieses Wort Radondrainage noch nicht oft gehört oder vielleicht heute sogar zum ersten Mal. Ich habe Ihnen hier ein Schema einer Radondrainage, wie das dann in der Bauausführung aussieht, mitgenommen. Sie sehen links im Bild eben dieses Gebäude, wo unter der Fundamentplatte ringförmig ein Drainageschlauch, der nichts anderes ist wie der normale Drainageschlauch, den wir kennen von der Wasserdrainage, also dieser schwarz gelöcherte Schlauch, der wird ringförmig unter der Bodenplatte in das Kies- oder Schotterbeet gelegt und mit einem Steigstrang, der geschlossen sein muss, also ein Vollwandrohr, über Dach geführt wird. Die Drainage unterhalb, also das Drainagerohr, hat einen Durchmesser von 80 und der Steigstrang sollte größer gleich 125 mm sein, damit auch wirklich hier eine Sogwirkung entstehen kann. Warum muss das Ganze über Dach geführt werden? Hat den Effekt, dass man hier den Kamineffekt nutzt und unter der Bodenplatte einen leichten oder einen Unterdruck erzeugt und dieses Radongas wie durch eine Lüftung quasi abgelüftet wird, bevor es durch die Bodenplatte in den Raum kommt. Es gibt dann noch ein paar Ausführungsdetails, dass man Abstände einhalten soll, die können Sie aber dann sind natürlich auch in der ÖNORM festgelegt, beziehungsweise haben wir vom Land Oberösterreich dann auch Broschüren, die ich dann ganz am Schluss für Sie noch angeführt habe. Das ist auch dieses Beispiel drinnen, wie man dann wirklich diese Drainage verlegt. Es ist im Grunde nicht viel dabei. Man muss nur darauf achten, dass wirklich unter der Bodenplatte im Schotterbereich mit den Abständen gelegt wird und dann diese Abluft im Warmen, also im Haus, über Dach entlüftet wird. Sollten Sie eine Lüftungsanlage in irgendeinem Bereich, also nicht das gesamte Gebäude betreffen, sondern vielleicht nur Kellerräume haben, wo die Luftansaugung vom Dach her erfolgt, so ist es immer gut, wenn man entweder mit dem Bausachverständigen noch einmal Kontakt aufnimmt oder mit der bauausführenden Firma. Und wenn die auch keine Antwort geben können, dass man sich dann vielleicht bei uns meldet. Es sind hier auch Abstände einzuhalten von der Entlüftung zur nächsten Ansaugung, damit Sie nicht über diese Frischluftansaugung der Wohnraumlüftung oder der Belüftungsanlage die radonhältige Luft von der Abluft der Radondrainage wieder ins Gebäude saugen. Also es gibt da nur ein paar Tricks, die man beachten sollte. Wie schauen jetzt solche Durchführungs
Beispiele aus durch die Bodenplatte oder diese Abdichtungsmaßnahmen von Leitungen, wie ich vorhin gesagt habe, Wasserleitungen, Kanalleitungen. Sie sehen hier links im Bild, dieses schwarze Rohr kommt von der Radondrainage und wird dann in der Rollierung mit diesem Vollwandrohr und diesem Knie dann durch die Fundamentplatte und durch die gesamten Geschosse dann geführt. Wichtig ist, was hier eingezeichnet ist, also oder fotografiert ist, dieser Mauerkragen, damit auch diese Rohrleitungen im Fundament, in der Bodenplatte abgedichtet sind und nicht einfach einbetoniert sind. Denn nur dieses Einbetonieren führt wieder zu undichten Stellen, zu Rissen, wo dann wieder dieses Radongas durch eben Rissen und Fugen in den Wohnraum eingeleitet werden kann. Das betrifft jetzt die Radondrainage zum Beispiel oder gleich daneben auch am Bild zu sehen, einen Kanalabfluss. Sie haben hier ein paar Praxisbeispiele links, wie Sie es bitte nicht ausführen oder wie es nicht ausgeführt werden sollte, eben dieses reine Einbetonieren der Leerverrohrungen ohne Mauerkragen und rechts sehen Sie ein Bild, wie das ausschaut mit Mauerkragen. Also man sieht da in diesen Vollwandrohren eben diese schwarzen Mauerkriegen dann wieder mit der Abdichtung, wie zum Beispiel hier für einen WC-Abfluss, für einen Duschabfluss, für Wasserabflüsse. Das ist eben dieser Wasserleitungsbereich und was auch immer wieder vorkommt, alle Elektroinstallationsleerverrohrungen, alle Durchführungen, die im Bau für eventuelle spätere Anschlüsse noch vorgesehen werden sollen, sind auch ebenso mit Mauerkriegen und mit Abdichtungsmaßnahmen, Rohrabdichtungsmaßnahmen, die den meisten von Ihnen unter dem Spezialprodukt wahrscheinlich RDS bekannt sind, wie Sie rechts im Bild sehen. So sollte das ausgeführt sein und nicht wie links im Bild einfach dieses offene Rohr durch die Bodenplatte dann in den Wohnraum. Das sind wirklich in Neubauten und auch in Altbauten leider immer wieder die meisten Problemstellen, warum erhöhte Radonwerte gemessen werden. Obwohl es eigentlich Standard und verpflichtend ist, dies ordentlich dicht auszuführen. Das waren jetzt die Vorsorgemaßnahmen bei Neubauten. Ebenso sind die Sanierungsmaßnahmen oder wie man Radonschutzmaßnahmen, die heute bei Sanierungen in Gebäuden durchgeführt werden. Dazu gibt es auch eine Norm von der gleichen Reihe natürlich, S5280 Teil 3. Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Ich habe Ihnen ein paar Sanierungsbeispiele mitgenommen. Es gibt in der ÖNORM mehr Beispiele, aber diese vier, die ich hier angeführt habe, sind die gängigsten Sanierungsmaßnahmen, die durchgeführt werden mit relativ geringem Aufwand und wo man auch weiß und nachvollziehen kann, dass diese Sanierungsmaßnahmen auch funktionieren. Die häufigste Sanierungsmaßnahme, die gemacht wird, sind Unterbodenabsaugungen. Hier wird eine Kernbohrung durch die Bodenplatte gemacht und mit einem DN100 oder DN125er Rohr versucht, dieses radonhaltige Gas wieder mit einem Unterdruck in die Außenluft zu führen. Vielfach, gerade bei Umbauten, sind leerstehende Kamine, weil man die Heizungen umrüstet, vorhanden und man kann diesen leerstehenden, nicht mehr gebrauchten Kamin sehr gut nutzen, um einfach diese Unterbodenabsaugung einzuleiten und wie bei der Radondrainage in der Vorsorge, das hier mitzunutzen und der Kamineffekt funktioniert wieder und ich sauge quasi dieses Radongas durch diese Überdachführung an die Außenluft. Sollte das nur zu einer minimalen Reduktion kommen oder der Unterdruck nicht ausreichen, kann man hier noch eine aktive Maßnahme in Form von einem Ventilator dazu schalten, der zusätzlich den Unterdruck erhöht. Dazu habe ich dann ein paar Praxisbeispiele mit Bildern noch vorbereitet. Was natürlich auch geht, genauso wie in der Vorsorge, ist die Unterbindung des konvektiven Luftstroms zwischen Keller und Erdgeschoss, sofern wiederum im Keller keine Aufenthaltsräume vorhanden sind und das wirklich nur als Keller oder als Lagerraum genutzt wird. Das heißt im Endeffekt innen abdichten durch dichte Türen, durch Einfräsen von Dichtlippen in bestehenden Türen oder wirklich eine
Ort Verglasung vorzubauen oder in einer Holzkonstruktion, die dann dicht ist. In manchen Fällen braucht man nicht einen Unterdruck, um dieses Radongas unter der Bodenplatte durch die Unterbodenabsaugung wegzubekommen. Manchmal muss man hier einen Überdruck erzeugen, dass quasi dieses Radon, die radonhaltige Luft unter der Bodenplatte weggedrückt wird mit einem Überdruck. Das ist aber dann in der Sanierung immer messtechnisch begleitet und man kann das relativ leicht ausprobieren, was dann die bessere Methode ist. Und manchmal, gerade in Umbauten, ist es ohnehin vorgesehen, dass eine mechanische Belüftung eingebaut wird im gesamten Gebäude. Dann ist das natürlich auch zur Minimierung der Radonbelastung in den Wohnräumen oder Aufenthaltsräumen und Büroräumen zweckmäßig. Es gibt hier nur die eine technische Bedingung, die daran geknüpft ist, dass diese Lüftungsanlage auf Neutraldruck eingestellt ist, also dass gleich viel Luft angesaugt wie abgesaugt wird, damit man nicht zusätzlich einen Unterdruck wieder im Gebäude erzeugt und dadurch mehr Radon aus der Bodenplatte oder vom Keller herauf ansaugt, als man vorher gehabt hat. Wie schaut es jetzt quasi in der Praxis aus? Wir haben verschiedene Sanierungen natürlich begleitet und dazu möchte ich Ihnen ein paar Messergebnisse und dann die Sanierungsvarianten erklären. Sie sehen hier ein Amtsgebäude, einen Neubau, bei dem erhöhte Radonbelastungen aufgetreten sind aufgrund von einer Langzeitmessung. Und wir haben dann diese Radonschutzmaßnahme begleitet und eben zeitauflösende Messungen durchgeführt in verschiedenen Büroräumen mit zwei Geräten parallel. Orange ist ein Messgerät und die blaue Linie ist ein Messgerät. Und Sie sehen, dass speziell im Büro 1 in der blauen Linie doch hier auch bis zu 4.400 Becquerel pro Kubikmeter gemessen wurden. Zur Wiederholung, 300 Becquerel pro Kubikmeter ist der Referenzwert. Man ist natürlich dann auf Ursachenforschung gegangen. Wo kann denn das Radon in diesem hohen Ausmaß hereinkommen? Man ist dann auf die Lösung gekommen, es könnte vielleicht der Elektroverteiler sein. Auch hier sind erhöhte Werte festgestellt worden, bis zu 1.900 Becquerel, den man natürlich dann abgedichtet hat und noch einmal gemessen hat. Es hat sich leider noch nicht als die Lösung schlechthin herausgestellt. Und man hat dann eine Lösung gefunden, die doch zielführend, im zweiten Schritt zielführend war. Sie sehen hier den Plan, den Grundrissplan von der Anordnung der Büroräume und Sie sehen in der Mitte des Bildes, es hat durch dieses Gebäude führt ein Liftschacht, der natürlich eine Fundamentplatte hat, die wir dann, also wir haben sie nicht aktiv durchgeführt, aber empfohlen haben, hier einmal eine Kernbohrung zu machen. Wichtig bei den Kernbohrungen ist immer, dass man in den Schotterbereich kommt, also in die Rullierung, damit wirklich hier ein durchlässiges Material ist, von dort man dann diese radonhaltige Luft absaugen kann. Wer hat dann diese Kernbohrung ins Foyer geleitet, also unterhalb der Bodenplatte ins Foyer? Man ist auch tatsächlich auf einen schotterhaltigen Bereich gekommen, allerdings erst noch ungefähr 2 Meter. Man hat dann diese Überdachführung natürlich gemacht und am Dach aufgrund der Größe der Fundamentplatte oder des Gebäudes hat man am Dach noch einen Ventilator zur Unterstützung angebracht. Die Nachmessung hat dann leider ergeben, dass es noch nicht ganz zielführend war. Wir sind zwar zur Erinnerung von 4.400 Becquerel schon auf 1.000 Becquerel gekommen, aber natürlich noch weit höher. Und jetzt war dann die Ursachenforschung ist weitergegangen. Und die Ursache war, dass man hier nicht in das Schotterbett, also in die Rullierung unterhalb der Bodenplatte gekommen ist, sondern leider der Schotter aus einem Bereich gekommen ist, wo immer wieder der Betonmischer den Betonwagen und den Schlauch dann ausgewaschen hat. Und im Beton ist natürlich auch Schotter drinnen. Und man hat glaubt, man ist im Schotterbereich unter der Fundamentplatte und war leider noch nicht dort. Gott sei Dank sind ja immer wieder
Damen und Herren vor Ort, die die Baustelle begleiten und die dann eben solche Sachen aufgrund von Baustellenbesichtigungen und Baustellenkontrollen wissen. Und man hat dann einfach eine zweite Bohrung gemacht, und zwar nicht in Richtung Foyer, sondern in Richtung Gang. Man hat diese Überdachführung umgeschlossen, der Ventilator ist nach wie vor am Dach. Und das war dann letztendlich die Lösung. Sie sehen hier links im Bild bis Mitte die Werte nach der ersten Bohrung und dann rechts, wo der Pfeil ist, nach der zweiten Bohrung, sehen Sie dann die Werte, die Messwerte nach der zweiten Bohrung. Und wir sind hier mit Ausnahmen von den Wochenenden, da ja das ein Amtsgebäude ist und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Wochenende nicht in den Büroräumen sind, hat man in diesen Zeiten den Ventilator aus Stromgründen und aus Energiespargründen auf eine Zeitschaltuhr geschaltet, weil eh keiner drinnen arbeitet. Und Sie sehen aber, dass unter der Woche, also diese Spitzen, ich habe es da mit Pfeilen gekennzeichnet, sind immer die Wochenenden. Und man ist dann mit der Kontrollmessung, das war dann wieder eine Langzeitmessung, die im Juli 2019 bis Februar 2020 durchgeführt wurde, in den Büroräumen auf Mittelwerte unterhalb des Referenzwertes gekommen. Es war eine doch aufwendige Sanierung, was man aber am Anfang glaubt hat, es ist relativ einfach, nur dass die erste Bohrung nicht gleich zielführend ist, hat keiner voraussagen können. Das zweite Praxisbeispiel ist wiederum ein Amtsgebäude, dieses Mal ein Altbau. Sie sehen hier die Messwerte, es wurde hier schon einmal aufgrund von Geruchsproblemen im Büro Amtsleitung ein Einzelraumlüfter eingebaut mit Überdruck. Und in diesem Büro sind dann auch die Referenzwerte schon, damals hat nur der Referenzwert von 400 Becquerel pro Kubikmeter gegolten, in diesem Bereich gewesen. Aber im Bürgermeisterzimmer waren die Werte dennoch erhöht oder höher wie im Amtsleiterbüro, weil dort natürlich auch keine Lüftung war. Die Sanierung, also wie gesagt, da wurde dann der Einbau schon vorher durchgeführt. Jetzt nicht, letztendlich nicht nur wegen der Radonbelastung, sondern weil dort auch ein Feuchtigkeitsproblem und ein Geruchsproblem war aufgrund der Feuchtigkeit. Man hat dann eben eine Sanierung, und zwar wieder eine Unterbodenabsaugung, dieses Mal von außen durchgeführt, eine Kernbohrung, die von außen durchgeführt wurde und das natürlich auch wieder nachgemessen. Und Sie sehen hier im mittleren Bereich, dass auch jetzt im Bürgermeisterzimmer und natürlich auch im Amtsleiterzimmer die Radonmittelwerte oder die Radonmesswerte unter 300 Becquerel pro Kubikmeter liegen. So schaut diese Sanierung von außen rechts im Bild aus. Also man ist wirklich von außen, hat man da aufgrund von den Bauplänen und von den Abmessungen herausgefunden, wo in etwa die Kellerdecke ist und hat dort dann eine Kernbohrung veranlasst mit einem Ventilator, der dort dann absaugt, und das war oder ist nach wie vor die Lösung, damit man in diesen erdberührten Bereichen beziehungsweise auch in den Bereichen, die über dem Keller sind, die Radonbelastung gering hält und unter den Referenzwert bringt. Ich habe eine kurze Frage. Ja? Das wird dort direkt unten dann in die Luft abgegeben oder wird dann nur wohl nach oben gezogen? In diesem Fall ist es direkt dort dann, wird dort ausgeblasen, mhm, weil das Fenster auch entsprechend weit weg ist. Also da muss man dann immer schauen, dass man nicht wieder über die Fenster diese radonhaltige Luft einbringt. Also da ist so 1,5 bis 2 Meter Abstand zu halten. Es ist dann natürlich nur verkleidet worden und mit einem Wetterschutz, und dass nicht alles so sichtbar ist und da vielleicht nicht irgendwelche Tiere sich einnisten und damit da keiner reingreifen kann. Aber wir haben vorher nur das Foto gemacht, damit da auch die Sicherheit der Menschen, die rundherum gehen und vielleicht dort Kinder, damit das gegeben ist. Also der Ventilator ist nicht in diesem offenen Zustand sichtbar. Die Kosten, weil das auch immer wieder ein Thema ist, was kostet das? In diesem Fall ist die Sanierung relativ kostengünstig gewesen. Dieser Ventilator mit Drehzahlregelung kostet
in etwa 200 Euro und die Bohrung und die ganzen Bauarbeiten wurden vom gemeindeeigenen Bauhof natürlich durchgeführt und konnten auch so durchgeführt werden. Also es ist sehr überschaubar gewesen. Jetzt noch ein paar Beispiele zu Einfamilienhäusern, und zwar hier ein Einfamilienhaus im unteren Mühlviertel im Radon-Risikogebiet. Die Langzeitmessung durch ein Messinstitut hat ergeben, dass die Küche mit 1185 Becquerel und das Wohnzimmer mit 1160 Becquerel pro Kubikmeter doch deutlich über dem Referenzwert liegt. Das Baujahr ist circa 1990 gewesen. Und es ist keine durchgehende Fundamentplatte, sondern es wurden Fundamentstreifen gebaut. Was Fundamentstreifen ist immer in der Sanierung dann schwer abzuschätzen, ob gleich der erste Sanierungsversuch glückt. In diesem Fall hat er Gott sei Dank geglückt. Das Gebäude ist unterkellert und ein Raum wurde als Erdkeller ausgeführt. Das heißt, da ist kein Fußbodenaufbau, sondern da ist einfach Erde zum Lagern von Gemüse und Obst, wie man es halt früher oft ausgeführt hat. Die Messungen vor Ort zum Feststellen, wo denn die Radonkonzentration am höchsten ist, hat ganz klar ergeben, dass dies hier in Orange dargestellt der Erdkeller ist und das sind keine Schreib- oder Tippfehler. Wir haben dort wirklich 35.000 Becquerel pro Kubikmeter als Spitze gemessen. Ganz rechts im Bild, ebenfalls die orange Linie, ist nicht nach Sanierung, sondern mit einem geöffneten Fenster. In diesem Raum wurden dann nur um die 200 Becquerel pro Kubikmeter gemessen. Aber die anderen Linien, also die blaue und die grüne Linie, zeigen doch auch erhöhte Werte in den Wohnräumen, die darüber liegen. Es sind im Fundamentstreifen und daher hat man, also wir haben dann Fotos Gott sei Dank vom Bau gefunden oder der Bauherr hat Fotos gefunden und zusätzlich zu den Fundamentstreifen wurden hier, Sie sehen es im Detailbild, auch noch festgestellt, dass keine Abdichtungsmaßnahmen von Wasserleitungen, Rohrdurchführungen, Kanalschächten durchgeführt wurden, sondern wie man es auch früher sehr oft gemacht hat, einfach dieser Bereich durch eine Schalung ausgespart wurde, damit man im Nachhinein mit den Anschlussmöglichkeiten noch ein bisschen flexibler ist. Und diese Öffnungen, speziell auch im Radonschutzgebiet, was damals ja wahrscheinlich nicht bedacht wurde noch, sind natürlich diesen erhöhten Werten da und zurückzuführen. Da hinten im Bild sehen Sie diesen Erdkeller, also der ist wirklich auch von der Fundamentplatte ausgespart worden. Im Nachhinein kann man natürlich das nicht mehr abdichten, sondern es wurde dann im Erdkeller, links im Bild ist eben der Erdkeller, hier wurden Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt, zusätzlich mit einem Einbau eines schallgedämmten Ventilators. Und es wurde, was ich da jetzt in Rot eingekreist habe, durch die Fundamentstreifen noch durchgebohrt, damit man versucht, auch in dem weiteren Bereich, im anderen Bereich, angrenzenden Kellerbereich, hier die Luft mit abzusaugen. Also es ist alles händisch ausgegraben worden, es sind Drainageschläuche eingelegt worden, die sind geschottert worden, diese Durchführungen zu den anderen Fundamentplatten sind wieder ordentlich verschlossen worden. Es ist dann eine Betonschicht, also quasi ein Fußbodenaufbau gemacht worden, der ist zusätzlich noch geflammt worden mit diesen schwarzen Flammmatten und ganz rechts im Bild sehen Sie die Absaugung, die dann übers Kellerfenster nach außen führt. Warum hat man da einen schallgedämmten Ventilator gemacht? Weil sich darüber natürlich Wohnräume und speziell auch ein Schlafraum befindet und da natürlich der Geräuschpegel auch in den Nachtstunden gering gehalten werden muss. Die Messungen nach Radonschutz, nach Durchführung der Schutzmaßnahmen haben ergeben, wie Sie im mittleren Bereich sehen, dass jetzt die Messwerte unterhalb des Referenzwertes von 300 Becquerel liegen. Links im Bild sieht man noch die Messwerte vor Inbetriebnahme des Ventilators und rechts im Bild, das versuchen wir dann auch immer wieder, um das nochmal zu veranschaulichen, wenn man den Ventilator ausschaltet, wie schnell steigen denn die Radonkonzentrationen wieder? Und man sieht hier, dass das doch sehr schnell geht. Also mit laufendem Ventilator habe ich im
gesamten Bereich, also vom Keller bis zum Erdgeschoss, bis zum Ess- und Wohnzimmer, die Werte unterhalb von 300 Becquerel. Sogar wenn diese Ventilatorleistung unter Anführungszeichen nur auf 50% geschaltet wird, wie Sie im rechten Teil des Bildes sehen. Die Kosten hier waren, ich sage jetzt mal, auch überschaubar, da der Besitzer des Hauses sehr viel in Eigenleistung gemacht hat. Das Material hat in etwa 580 Euro gekostet, der schallgedämpfte Lüfter 340 Euro, also gesamt aufgerundet 1000 Euro circa. Natürlich kommt dazu die Eigenleistung durch den Bauherrn bzw. durch den Besitzer des Hauses. Ein weiteres Einfamilienhaus im oberen Mühlviertel, ebenso Radon-Risikogebiet, mit einer durchgehenden Fundamentplatte. Das war aber zur Besichtigung oder zu Beginn der Sanierungsbegleitung noch nicht ganz klar. Man war nicht sicher, sind es Fundamentstreifen oder doch eine durchgehende Fundamentplatte, da der jetzige Besitzer des Hauses das Haus gekauft hatte und nicht beim Bau selber dabei war. Es ist ein offenes Stiegenhaus vom Keller bis unmittelbar ins Dachgeschoss bis zu dieser Tür in den eigentlichen Dachboden. Das Baujahr ist circa im Jahre 2000 gewesen. Die Langzeitmessungen, sehen Sie auch, sind doch deutlich über 1000 Becquerel pro Kubikmeter. Wir haben dann natürlich auch dort wieder zeitauflösende Messungen zur Lokalisierung gemacht und auch hier sind bitte keine Schreibfehler. Wir haben hier in einem Raum und zwar in, ja, im WC 135.000 Becquerel gemessen, punktuell natürlich und nicht aufs Mittel gesehen. Die Ursachenforschung hat dann wie im vorhergehenden Beispiel ergeben, dass auch hier keine Abdichtungsmaßnahmen der Kanaldurchführungen gemacht wurden, sondern ebenso wieder nur diese Ausschalungsbereiche mit diesem Kanalrohr, was direkt dann vom Schotterboden in den Wohnraum oder in diesen Kellerraum führt und dann mit der Estrichschicht und den Fliesen quasi abgedichtet wurde oder verschönert wurde. Und auch hier sind diese Eintrittsstellen eben dann festgestellt worden. Kann man natürlich im Nachhinein auch nicht mehr ohne größere Umbaumaßnahmen und Abbruchmaßnahmen vom Fußbodenaufbau sanieren. Wir haben dann einmal eine Skizze gezeichnet für den Bauherrn, der natürlich auch wieder sehr viel in Eigenregie gemacht hat, wie er denn diese Kernbohrung durchführen soll. Und Sie sehen rechts im Bild einen Heizraum, wo wir festgestellt haben, dass hier eben ein Kamin ist, der nicht mehr genutzt wird, weil eine Heizungsumstellung erfolgt ist. Und diesen Kamin können wir nutzen, um quasi einen Kamineffekt durch die Bodenplatte, die Kernbohrung zu erzeugen und überdacht zu führen. Zunächst haben wir mal versucht, das ohne Ventilator, also quasi passiv zu machen. Das hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht und man hat dann einfach wie einen Ventilator, wie im vorangehenden Beispiel bzw. im Beispiel vom Amtsgebäude Altbau auch eingebaut und es hat Gott sei Dank gleich funktioniert. Die zweite Variante links wäre die, hier hätten wir empfohlen, eine zweite Bohrung und zwar so schräg durchzuführen durch den Fußbodenaufbau, um hier mit zwei Bohrungen, aber nur einer Abluft über Kamin, das Ganze, den ganzen Bereich der Fundamentplatte hier von radonhältiger Luft zu befreien. Die Messungen haben dann eben gezeigt, links im Bild, passiv hat nicht funktioniert, hier haben wir doch nur Spitzenwerte von 900 Becquerel, dann mit Ventilator sind wir dann doch unter 300 und im Schnitt sind wir so bei 200 Becquerel pro Kubikmeter im Wohnhaus jetzt gekommen, von ursprünglich 1000, über 1000 Becquerel. Die Kosten waren hier wieder die 200 Euro für den Ventilator, circa 250 Euro für die Kernbohrung, nur ein bisschen Materialkosten, weil man natürlich nur solche Vollwandrohre gebraucht hat und die Abdichtungsmaßnahmen vom Einbau, also es hat exklusive der Eigenleistung des Bauherrn 550 Euro gekostet, die Sanierung.
Ein Beispiel noch aus dem auch Radon-Risikogebiet, was eigentlich jetzt keine Sanierung ist, sondern wir nur zur Ursachenforschung hier geholfen haben. Es ist nämlich ein Neubau 2017 mit einer Lüftungsanlage, wo man eigentlich davon ausgeht, dass in diesen Häusern keine erhöhte Radonbelastung sein sollte, wenn die Lüftungsanlage richtig eingestellt ist. Laut Bewohner wurde auch jährlich wurden die Filter getauscht und wir haben trotzdem doch erhöhte Messwerte, vor allem im Keller und im Erdgeschoss, im Obergeschoss dann natürlich nicht mehr gemessen. Es war die erste Vermutung, ja, die Lüftungsanlage ist auf Unterdruck eingestellt und nicht auf Neutraldruck. Es ist der Lüftungstechniker gekommen, hat die Lüftungsanlage kontrolliert, die Einstellwerte kontrolliert, die Einstellwerte passen, aber man ist draufgekommen, dass zwar brav diese Filter getauscht wurden, und zwar an den Auslässen in den einzelnen Räumen, aber die Bewohner und die Besitzer vom Haus nicht gewusst haben und es war ihnen nicht bewusst, dass es auch einen Hauptfilter im Gebäude gibt, der auch jährlich getauscht werden muss. Und der war natürlich verstopft und die Lüftungsanlage konnte nicht mehr die gewünschte Leistung bringen. Es wurde dann das alles getauscht, gereinigt. Wie gesagt, die Anlage wurde vermessen und es war auch richtig eingestellt und man konnte dann mit Ausnahme vom Bad im Erdgeschoss Messwerte unter 300 Becquerel feststellen. Warum das Bad im Erdgeschoss ist hier noch ausgenommen. Dieses Erdgeschossbad ist nicht unterkellert und die Lüftungsanlage ist dort noch nachjustiert worden. Das war einfach in diesem Bereich nicht ausreichend ausgelegt und es ist mittlerweile aber auch saniert und wir sind auch unter 300 Becquerel pro Kubikmeter. Also die Kosten waren hier genau die Technikerstunde von der Lüftungsfirma, weil es ja eigentlich keine Sanierungsmaßnahmen waren, sondern nur die Ursachenforschung, wo man ursprünglich gar nicht angenommen hat, dass doch erhöhte Radonwerte vorhanden sind. Und als letztes Praxisbeispiel ein Einfamilienhaus im oberen Mühlviertel. Es ist hier ein Radonvorsorgegebiet, es ist ein Altbau. Es war ursprünglich eine offene Bauweise zwischen Keller und Erdgeschoss. Die Langzeitmessung hat den Mittelwert ergeben, dass 3270 Becquerel pro Kubikmeter gemessen wurden. Auch hier wurden natürlich wieder zeitauflösende Messungen durchgeführt. Aufgrund der hohen Messwerte sind hier die Messwerte auf zwei verschiedenen Skalen verankert. Die blaue ist auf der linken Skala verankert und die in rosa dargestellte Linie rechts im Bild. Also rosa ist mal so bei 600 Becquerel die Spitzenwerte und in der blauen Linie im Keller sind doch Spitzenwerte von 5000 Becquerel gemessen worden. Die Sanierung war hier zweigeteilt. Zum einen hat man einen Radonbrunnen oder eine Unterbodenabsaugung im Haus gemacht. Es wurde hier ein Schacht von circa 1 Meter mal 1 Meter ausgeschnitten und in die Rollierung wurde dann wieder dieses Rohr mit Abluft nach draußen verlegt. Und zusätzlich wurde hier eben der konvektive Luftstrom vom Kellergeschoss zu Erdgeschoss unterbunden durch eine, wie Sie rechts sehen, Verglasung oder einen Einbau einer Verglasung mit einer dicht schließenden Tür. Also links ist ist das Foto vor Sanierung und rechts ist so, wie es jetzt ausgeführt wurde. Und auch hier sind die Messwerte dann unterhalb des Referenzwertes festgestellt worden. So, das waren dort zwei Maßnahmen, die durchgeführt wurden. Hier sehen Sie noch die Messwerte dieses Einfamilienhauses nach Sanierung. Sie sehen, dass hier deutlich unter 300 Becquerel im Erdgeschoss gemessen wurde und auch im Keller sind wir unter 300 Becquerel im Langzeitbereich. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte noch auf die Broschüren verweisen, die Sie auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden, eben links im Bild die Broschüre Radon Vorsorgemaßnahmen bei Neubauten und Generalsanierungen und die rechte Broschürenserie zu Vorsorgemaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, Messung und auch eine Broschüre, welchen Einfluss denn die energetisch-thermische Sanierung von Gebäuden auf die Radon-Messwerte haben, die wir
Also das sind Broschüren in einer Zusammenarbeit von verschiedenen Stellen und die sind alle auf der Landeshomepage abrufbar. Ja, Frau Generin-Leitner, herzlichen Dank für die Darstellung und für die Praxisbeispiele, damit wir mal ein Gefühl bekommen, was ist da möglich, was kann man machen, da von den Kosten her in etwa, wo man auf Größenordnung liegen kann. Ich habe eine Frage noch hereinbekommen, und zwar, die Unternehmerin hat 5 Massageräume, eine Rezeption und einen Mitarbeiterraum. Muss da in jedem Raum eine Messung gemacht werden? Und wer bezahlt diese Messung? Der Betreiber oder der Vermieter? Beziehungsweise, wenn die Messwerte nicht passen, wer übernimmt dann die Kosten für die Sanierung? Also offensichtlich ist man dort eingemietet. Können Sie da irgendeine Auskunft geben darüber? Ja, der verpflichtete Betriebseigentümer ist verpflichtet, diese Messung zu beauftragen. Und er wäre dann auch natürlich auch für die Setzung der Radonschutzmaßnahmen verpflichtet. Wenn er eingemietet ist, dann ist es Verhandlungssache in privatrechtlicher Hinsicht mit dem Vermieter. Okay, also ist es im Endeffekt jetzt einmal eine Abstimmung zwischen Vermieter und Mieter diesbezüglich wird die Kosten. Das ist eine etwas unangenehme Situation. Da wird es natürlich Abstimmungsbedarf geben. Das wird natürlich sicherlich eine, ja, das ist eine Situation, die ist nicht wirklich gedeihlich, aber leider trifft hier Bautechnik auf Radonschutz. Okay, ja. Also, Dankeschön. Dankeschön. Okay. Ich bedanke mich ja nochmal an beide Referentinnen. Herzlichen Dank, dass Sie uns in so einem Detaillierungsgrad und praktisch auch hier jetzt Informationen bezüglich Strahlenschutz und Radonschutzgesetz gebracht haben. Es wird sicherlich noch einiges an Informationen kommen. Wenn diese aufbereitet sind, informieren wir Sie diesbezüglich natürlich wieder gerne. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten für Sie vorbereitet. Wenn Sie noch etwas Geduld haben möchten, bitte möchte ich Ihnen das Förderangebot des Umweltservice der Wirtschaftskammer Österreich noch kurz darstellen. Und zwar, wenn Sie in irgendeiner Art und Weise Unterstützung brauchen bei den Einreichunterlagen zu einer Betriebsanlagengenehmigung, wir fördern hierzu externe Berater, sogenannte Betriebsanlagencoaches, bis 75% des Beratungshonorars, gedeckelt bei 600 Euro. Ist dies eine Förderung für Klein- und Mittelbetriebe? Bitte nehmen Sie so ein Angebot an, denn Sie haben die Chance, dass hier die Genehmigungsverfahren schneller abgewickelt werden, wenn die Unterlagen stimmen und dann an die Behörde eingereicht werden. Die Fachleute unterstützen Sie hier sehr gerne und eine Förderung wird dann seitens der Wirtschaftskammer auch angeboten. Wenn es einmal rechtliche Probleme gäbe im Rahmen eines Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens, haben wir auch eine Förderung für die rechtliche Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben in einem Betriebsanlagengenehmigungsverfahren. Verbunden sind derartige Rechtsmaterien wie Baurecht, Raumordnungsrecht, Wasserrecht, was in so einem Verfahren meist mit abgehandelt wird. Wir haben hier eine Kooperation mit 2 spezialisierten Anwaltskanzleien und bieten hier eine Förderung in 3 Stufen an. Die erste Beratungsstunde durch den Rechtsanwalt ist kostenlos. Zweite Stufe fördern wir 50% vom Pauschalbetrag 700 Euro, sprich 350. Bei der dritten Stufe, also die ganz große Stufe, haben wir 50% von 1980 Euro, 990 Euro. Ja, wann immer Sie auch Informationen haben möchten im Bereich Umweltthemen, wir haben Merkblätter von der Abfallwirtschaft angefangen über Chemie, Wasserwirtschaft, Betriebsanlagen bis hin zum Arbeitnehmerschutz und auch Webinare, wie auch dieses heute auf unserer
Website stehen. Bitte schauen Sie, Sie finden dort wirklich eine Vielzahl von Informationen und können Sie hier, sich hier vorab gleich ein erstes Bild erschaffen. Und wenn Sie noch weiterführende Informationen haben möchten, bitte wenden Sie sich dazu an uns. Wir sind auch eine Außenstelle des Austrian Standard Plus GmbH. Wir haben zur Einsicht Önormen und Önormenentwürfe kostenlos. Das heißt, wenn Sie eine Önorm einsehen möchten bei uns oder in einer Bezirksstelle, bitte melden Sie sich bei uns. Wir stellen Ihnen diese dann dort zur kostenfreien Einsicht zur Verfügung. Und wenn Sie immer auf dem Letztstand sein wollen im Bereich Umweltrechtsthemen, wir bieten einen kostenpflichtigen Newsletter, Rechtsnewsletter an zu 13 verschiedenen Themen, Abfallwirtschaft, Betriebsanlagen, Chemikaliengesetz etc. Die Kosten betragen 50 Euro pro Jahr. Jedes zusätzliche Thema bringt 10 Euro mehr mit sich. Aber Sie ersparen sich mit diesem Newsletter wirklich eine Menge Arbeit und Sie sind immer am Letztstand dieser Rechtsmaterien. Ja, wann immer Sie Fragen haben, bitte wenden Sie sich an mich oder an meine Kolleginnen und Kollegen im Umweltservice. Wir stehen jederzeit für Fragen bereit und geben Ihnen hier gerne Auskunft oder vermitteln Sie auch weiter an Spezialisten wie zum Beispiel Betriebsanlagencoaches oder Rechtsanwälte, die Sie in Betriebsanlagengenehmigungsverfahren vertreten können. Ich möchte mich nochmals bedanken bei der Frau Doktorin Sperker und bei der Frau Ingenieurin Leitner. Dankeschön nochmal für die wirklich umfassende Information zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar wieder bei uns mit dabei sind. Wiedersehen.